Hörst du mich? Ich bin Caroline Reingraber, Frau Beck. Und ich bin Peter Christoph Grünberg, Herr Sobert. Ja, und zusammen sind wir also die Verkündiger. Wir wollten uns einfach mal persönlich vorstellen. Ich lebe in Wien. Und ich lebe in Hamburg. Und im Grunde genommen sind wir seit Corona über das Internet miteinander verbunden. Aber kennen tun wir uns wesentlich länger. Wir haben zusammen nämlich an der gleichen Schauspielschule gelernt. Und da habe ich mir letztens die Fotos angeguckt. Alter Mann, ey, da warst du ein Bleistift. Ich meine, ich war auch noch irgendwie schmaler. Wir sind noch gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, ob, das Thema ich weiß gar nicht, ob wir das 29. Thema besprechen wollen. Also ich bin 29. 29. Oh. Ich habe heute gut wieder gearbeitet. Ich weiß auch noch, die erste lustige Geschichte, die wir hatten, da haben wir zusammen Märchen gespielt. Und ich weiß nicht, wir waren ungefähr 12 Stunden auf dem Bein am Tag. Und abends liege ich so auf meinem Schlafsack und sage zu Peter, cremst mir mal die Füße ein. Das war gar nicht ernst gemeint, aber er tat es. Und das war dann so, ich glaube, da ist das Eis... Ich habe es nicht gemacht, ich habe es dir angeboten, dass ich das wirklich tue. Aber er wollte tue. Es wirklich tun, genau. Ja. Aber ich fand, da war das Eis einfach gebrochen. Das war der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Ja. Ich war die Großmutter. Und ich war alles andere. Diverse Rollen. Diverse Kostüme, diverse Rollen. Mhm. Wir sind Künstler. Im Herzen bin ich immer. Ich habe mich durchs Leben gespielt. Der Emmy 2021 geht an Peter Christoph. Das ist... Also einige in meiner Familie glauben immer noch, ich habe ein Hobby. Gut, also wir wollen eigentlich gar nicht, das ist glaube ich... Wir wollen uns bedanken für die vielen Klicks. Schreibt uns in die Kommentare, falls ihr auch Geschichten auf Lager habt. Auch was euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns gerne mitteilen. Dann gibt es aber noch etwas, was wir euch mitteilen wollen. Es ist was Trauriges und was Schönes. Das Schöne ist einfach, dass Peters Familie Zuwachs gekriegt hat und sich vergrößert hat. Ja, ja. Und das bedeutet aber auch, dass wir zeitlich ein kleineres Fenster einfach haben und deswegen die Folgen einfach auf sonntags verlegen werden. Also nur noch sonntags, den Mittwoch nicht mehr. Also ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, weil diese Zeit vergeht so schnell, ja. Die sind rucki also wir haben, oh und wir halten euch natürlich auch... warten. Wo wachsen Känguru-Babys? Wo wachsen Im Beutel. Die? Ja. Im Beutel. Sind die da schon von Anfang an im Beutel? Ja, das war jetzt aber ein kurzer Ausflug. Oh, krass, Kängurus. So, ich glaube, das war's. Okay, also... Liebe Grüße aus Wien, sag ich Baba. In Hamburg sagt man Tschüss. Macht's gut.